Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video-Tutorial, heute über die Software Salome. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man in Salome so eine Schalengeometrie, die jedoch kein Rotationskörper ist, mithilfe der IJK-Methode recht einfach mit Hexaeder-Elementen vernetzen kann. Ich verwende in diesem Tutorial die Salome-Version 9.5.0 auf einem Windows 10 64-Bit-Rechner. Im ersten Teil des Videos werde ich zeigen, wie ich diese Geometrie im Shaper-Modul erstellt habe und im zweiten Teil des Videos werde ich Schritt für Schritt die eigentliche Vernetzung im Mesh-Modul von Salome zeigen. Und nun starte ich das eigentliche Tutorial, indem ich ein neues Dokument anlege. Ich gehe auf den Button New Document, ich sage Nicht speichern und habe nun das leere Salome vorliegen. Ich wechsle nun auf das Shaper-Modul von Salome über den Shaper-Button, das dauert immer einen kleinen Augenblick und dort angekommen deaktiviere ich als allererstes mal den Interaction Style Switch, um angenehmer im 3D-Raum navigieren zu können. Ich kann nun im 3D-Raum navigieren, indem ich die Steuerungstaste gedrückt halte und die rechte Maustaste betätige. Damit kann ich Körper drehen. Durch Drücken und Schieben kann ich nun Körper, durch Drücken des Mausrades und Verschieben der Maus kann ich nun Körper verschieben und durch Scrollen des Mausrades kann ich Körper zoomen. Weiterhin möchte ich hier unten meine Python-Konsole beseitigen. Diese benötige ich nicht und habe damit einen größeren Zeichenraum. Nun starte ich die eigentliche Modellierung, indem ich als allererstes ein neues Teil in das Shaper-Modul einfüge. Ich gehe hier auf Part und New Part. Im nächsten Schritt wähle ich eine Skizze über den Sketcher-Button, Create a Sketch. Und diese Skizze soll hier auf dieser grünen Ebene liegen. Diese wähle ich aus, sage nach Set Plane View, um meinen Zeichenbereich eben sehen zu können und zoome auf den ersten Zeichenquadranten. Ich starte meine Skizze mit einer Linie. Ich gehe hier auf den Line-Button. Ich fange den Ursprung des Zeichenkreuzes, gehe einmal senkrecht nach oben, in etwa so. Na, das hat nun nicht funktioniert. Einmal wieder direkt auf zurück. Nochmal. Ich wähle hier das Linienwerkzeug. Ich fange den Ursprung des Zeichenkreuzes, gehe hier einmal nach oben, in etwa so. Nun wurde eine vertikale Linie eingefügt, es wurde automatisch ein Vertical Constraint vergeben, das war in den früheren Versionen von Salome nicht so und ich beseitige diesen Linienzug oder beende ihn über die Escape-Taste. Nun ist noch ein Freiheitsgrad übrig, das ist nun diese Länge dieser Linie. Ich wähle eine weitere Linie über den Line-Button, diese Linie soll horizontal sein und etwa hier drüben liegen. So sieht es ganz gut aus, ich betätige wiederum die Escape-Taste und beende damit dieses Linienwerkzeug. Nun möchte ich diese Linienzüge hier verbinden, damit eine Skizze entsteht, die eine Hälfte dieser Schale abbildet, die ich später rotieren lassen kann. Dafür wähle ich das B-Spline-Werkzeug, auch das ist neu im Shaper-Modul von Salome. Ich starte meinen Spline hier, klicke nun dreimal in etwa so und beende dieses Spline-Werkzeug durch Betätigen der Escape-Taste. Ich sage hier noch Apply, wähle einen weiteren Spline, einen weiteren B-Spline. Ich starte diesen B-Spline hier unten, klicke dreimal in etwa so. Ich betätige wiederum die Escape-Taste, um das B-Spline-Werkzeug zu beenden. Sage hier Apply und habe nur noch 20 Freiheitsgrade, die ich Schritt für Schritt beseitigen muss. Zuerst möchte ich hier einmal diese Linienzüge verbinden. Dafür ziehe ich ein Auswahlrechteck auf und sage hier Koinzident, das heißt die beiden Punkte sollen aufeinander liegen. Das gleiche mache ich noch hier drüben, ich ziehe ein Auswahlrechteck auf, sage hier Koinzident, das Ganze wiederhole ich noch einmal hier, Koinzident, und ich probiere das Ganze einmal hier unten. Nun, das funktioniert nicht, hier wird mir Koinzident nicht angeboten. Das heißt, ich muss es anders machen, ich klicke nochmal in die leere Fläche, damit habe ich die Auswahl dieser Punkte aufgehoben. Ich wähle hier das Koinzident-Werkzeug, ich fange das Ende dieses Linienzuges und das Ende dieses Linienzuges hier, nun sind beide verbunden, ich sage hier Apply über den grünen Haken, und habe nur noch 12 Freiheitsgrade, die ich beseitigen muss. Nun möchte ich einige Horizontal-Constraints vergeben über die Horizontaleinschränkung hier. Ich fange diese Linie und diese Linie hier, sage hier Apply. Nun möchte ich diese Linie noch parallel machen, dafür wähle ich das Parallelwerkzeug, das ist dieses hier. Ich sage hier Parallel und diese hier soll parallel sein, sage Apply. Das Ganze wiederhole ich noch einmal mit diesen Linien hier. Ich wähle diese beiden aus, sage hier Apply. Und habe nur noch 8 Freiheitsgrade, die ich beseitigen muss. Ich kann nun hier einmal einige Längen definieren, dafür wähle ich das Längenbemaßungswerkzeug. Ich fange einmal diese horizontale Linie hier, ziehe ein Maß raus. Ich möchte hier eine Länge definieren von 10 mm, betätige die Enter-Taste und habe diese Länge nun definiert. Hier sehe ich auch gleich, diese Linie soll dieselbe Größe haben wie diese hier, also auch 10 mm. Dafür wähle ich hier das Equal-Werkzeug.
Ich fange diese Linie hier und diese hier. Na, und mache sie damit gleich groß. Nun muss ich noch 6 Freiheitsgrade beseitigen. Je weniger Freiheitsgrade übrig bleiben, desto schwieriger wird es. Ich kann hier oben einmal diesen Punkt im Raum definieren. Dafür wähle ich hier das horizontale Abstandsbemaßungswerkzeug. Ich fange hier diesen äußeren Punkt und den Ursprung des Zeichenkreuzes. Ziehe eine Bemaßung rauf, sagen wir einmal 160 mm. Ich sage hier Apply. Nun wähle ich das vertikale Abstandsbemaßungswerkzeug. Ich fange hier diesen äußeren Punkt und den Ursprung des Zeichenkreuzes. Ziehe eine Bemaßung raus, sagen wir einmal 70 mm. Ich betätige die Enter-Taste. Sage hier Apply und habe noch 4 Freiheitsgrade. Ich wähle noch einmal das Längenbemaßungswerkzeug. Ich fange hier diese Linie hier, ziehe ein Maß raus, sagen wir einmal 70 mm. Sage hier Apply. Das Ganze mache ich noch an dieser Linie hier. Ich wähle noch einmal das Längenbemaßungswerkzeug. Ich fange diese Linie, ziehe ein Maß raus, sagen wir 40 mm. Ich sage hier Apply. Und nun so richtig gut gefällt mir das Ganze nicht. Ich sage hier einmal Apply. 2 Freiheitsgrade habe ich noch übrig. Diese beiden Linien hier, die möchte ich noch einmal gleich groß machen, damit hier die Schale eine konstante Dicke bekommt. Ich wähle hier das Equal-Werkzeug. Ich fange hier einmal diese Linie hier und diese hier. Sage hier Apply. Und nun muss ich hier noch einen Winkel definieren. Und habe damit, glaube ich, alle Freiheitsgrade beseitigt. Eine ist noch übrig, genau. Ich wähle hier das Winkelbemaßungswerkzeug, Angel. Ich fange einmal diese Linie hier und die waagrecht liegende X-Achse. Ich ziehe einen Winkel raus, sagen wir 20 Grad. Ich sage hier Apply und nun habe ich eine vollständig grüne Skizze, das heißt, sie ist vollständig eingeschränkt. Ich schließe nun diese Skizze und möchte sie rotieren lassen. Dafür gehe ich auf Features und wähle hier das Revolution-Werkzeug. Ich fange hier einmal, was möchte ich rotieren lassen? Nun, das ist hier diese Skizze. Um welche Achse möchte ich rotieren lassen? Das ist die senkrecht stehende Z-Achse. Nun wird mir schon eine Rotation von 360 Grad vorgeschlagen. Das ist genau richtig. Der Preview sieht soweit ganz gut aus und ich bestätige den Vorgang über den grünen Apply-Haken. Nun habe ich hier ein Result drinstehen. Die Skizze ist ebenfalls noch zu sehen. Die kann ich einmal ausblenden, da ich sie nicht mehr benötige. Und nun möchte ich in diese Schale noch eine Ellipse hineinstanzen. Ich könnte nun dafür eine Skizze auf dem Rand dieser Schale anlegen. Das geht relativ einfach. Für mich ist es immer etwas edler, wenn man Basisebenen verwendet, um Skizzen draufzulegen. Das probiere ich nun einmal aus. Ich gehe hier auf Sketch, schaue mal auf die Unterseite dieser Schale. Leider wird mir keine Basisskizze angeboten. Das heißt, so funktioniert es nicht. Ich beseitige diesen Vorgang nochmal über den Cancel-Button, über das Kreuz, sage hier OK. Ich blende einmal die Revolution 1_1 aus, gehe noch einmal auf Skizze. Ich fange nun diese angebotene graue Zeichenebene, sage hier Set Plane View, blende meine Revolution 1_1 wiederum ein, gehe hier einmal auf Reverse, damit ich die andere Seite der Skizze sehe, sage Set Plane View und kann nun hier eine Ellipse einzeichnen. Dafür gehe ich hier auf das Ellipsenwerkzeug. Ich fange den Ursprung des Zeichenkreuzes, ziehe eine Ellipse auf, indem ich zweimal klicke, sage hier Apply und habe nun 3 Freiheitsgrade, die ich beseitigen muss. Warum 3 Freiheitsgrade? Einmal bestätigen. Normalerweise müssten es 2 sein, das heißt, irgendwas ist hier noch nicht so. Ah ja, ich muss die Länge definieren. Diese Länge und die Lage dieses Punktes bzw. hier einen Horizontal-Constraint vergeben. Das mache ich einmal direkt als erstes. Ich sage hier Horizontal und wähle diese Linie, sage hier Apply. Und nun habe ich noch 2 Freiheitsgrade übrig, das heißt diese Längen dieser beiden Linien, die ich definieren muss. Dafür wähle ich hier das Längenbemaßungswerkzeug. Ich fange diese Linie hier, ziehe ein Maß raus, sagen wir 100 mm. Ich fange nach diese Linie hier, ziehe ein Maß raus, sagen wir 40 mm und bestätige den Vorgang über den grünen Apply-Haken. Die Skizze ist damit komplett grün, das heißt vollständig eingeschränkt und ich schließe diesen Vorgang. Nun kann ich die Ellipse in die Schale hineinstanzen. Dafür wähle ich das Extrusion Cut-Werkzeug über Features und Extrusion Cut. Welche Skizze möchte ich verwenden? Und das ist diese Skizze hier. Von was möchte ich herausschneiden? Cut from, das ist diese Schale hier.
Und ich muss hier noch definieren, bis wohin geschnitten wird. Bei mir ist hier Through All ausgewählt, das ist genau richtig. Damit wird durch alles hindurch gearbeitet. Ich sehe mir aber den Preview an, das schaut soweit ganz gut aus und bestätige den Vorgang mit dem grünen Apply-Haken. Meine zweite Skizze der Ellipse kann ich einmal ausblenden, diese benötige ich nicht mehr. Nun ist meine Modellierung schon fertig und ich kann mir Gedanken über die Vernetzung machen. Um in Salome die IJK-Methode verwenden zu können, benötige ich lauter Körper, die von lauter Flächen, die von genau vier Kanten begrenzt werden. Das ist in diesem Fall schon mal etwas schwieriger. Zum Beispiel dieser innere Kreis hier wird von genau einem Schnittpunkt begrenzt. Das müssen jedoch vier Stück sein. Das heißt, ich muss meine Schale geeignet zerteilen. Wenn man daran geht, Körper zu zerteilen, sollte man immer darauf achten, dass man schon vorhandene Nahtstellen verwendet, beispielsweise diese Linie hier. Die sollte man sich zunutze machen, damit sie später nicht als störendes Hindernis auf einer Kante drauf liegt. Nun muss ich für diese Zerteilung entsprechende Ebenen in den Körper einfügen. Das ist relativ einfach. Ich gehe dafür auf Construction und wähle hier Plane. Hier habe ich verschiedene Möglichkeiten, über die ich Ebenen definieren kann, beispielsweise über drei Punkte. Diese wähle ich aus. Mein erster Punkt soll an dieser Nahtstelle liegen, mein zweiter Punkt an dieser Nahtstelle und mein dritter Punkt soll an dieser Nahtstelle liegen. Nun wird mir eine Skizze eingeblendet, das sieht soweit ganz gut aus und ich bestätige über Apply. Ich brauche noch eine zweite Ebene, eine zweite Konstruktionsebene. Um diese ordentlich anlegen zu können, blende ich meine erste Ebene einmal aus. Ich kann sie ja später wieder einblenden. Ich gehe wieder auf Construction, wähle hier Plane. Und möchte nun eine Ebene definieren anhand eines normalen Vektors und eines Punktes. Und der normalen Vektor soll entsprechend auch senkrecht auf der Ebene stehen. Das heißt, ich setze einen Haken bei Perpendicular. Mein normalen Vektor soll hier diese X-Achse sein. Mein Punkt soll der Ursprung des Zeichenkreuzes sein. Meine Ebene wurde schon eingeblendet, sieht soweit ganz gut aus und ich bestätige über Apply. Ich blende meine erste Ebene wieder ein und kann nun meinen Körper zerteilen. Dafür wähle ich über Features das Partition-Werkzeug, das ist dieses hier. Mit was möchte ich zerteilen? Das ist hier einmal diese Schale und diese Ebene. Einmal hier die Schale. Ich halte die Shift-Taste gedrückt, wähle noch diese Ebene hier und diese Ebene hier. Nun werden mir meine drei Geometrieeinheiten, mit denen verschnitten werden soll, hier in dem Dialog angezeigt. Das sieht soweit ganz gut aus. Ich sage Apply, warte einen kleinen Augenblick und mein Körper wird entsprechend zerteilt. Meine Ebene kann ich wieder ausblenden, diese benötige ich nicht mehr. Und nun habe ich lauter Flächen, die von genau vier Kanten begrenzt werden. Schauen wir uns einmal diese Fläche an. Hier haben wir die erste Kante, das ist ein Radius. Die zweite Kante, eine Gerade, allerdings auch gebogen. Hier haben wir eine dreidimensional gebogene Kurve, einmal Ellipse und einmal Schale. Hier wiederum eine von oben gesehen Gerade. Und genauso sieht es auch an den anderen Körpern aus. Wir kontrollieren noch einmal das Ergebnis, ob uns irgendwo noch Nahtstellen von vorherigen Geometrieoperationen vorhanden sind. Das ist hier nicht der Fall. Das sieht überall ganz gut aus und ich kann mich der eigentlichen Vernetzung widmen. Das heißt, ich verlasse hier das Shaper-Modul und wechsle über in das Mesh-Modul von Salome. Von der Salome-Plattform. Das dauert hier immer einen kleinen Augenblick. Nun sind wir dort angekommen. Als allererstes deaktiviere ich wiederum den Interaction Style Switch und ich schaue mir meinen Dateibaum hier an, meinen Geometriebaum. Hier ist nun meine Partition 1_1, das heißt den Körper, den ich vernetzen möchte. Darunter ist nichts mehr. Früher musste man im Shaper-Modul noch Export to Geom-Modul klicken, das ist hier nicht mehr nötig. Nun, ich möchte diesen Körper vernetzen, das heißt, ich wähle ihn aus und gehe auf den Button Create a Mesh. Der Name dieses Netzes ist nun Mesh_1, das lasse ich auf den Default-Einstellungen. Welche Geometrie möchte ich verwenden? Das ist Partition1_1. Was für eine Art von Netz möchte ich erzeugen? Ich möchte ein Hexaedernetz haben, das heißt, ich stelle diesen Vorfilter hier auf Hexahedral und kann nun meine Volumenvernetzung definieren. Welche Algorithmen werden mir hier vorgeschlagen? Als Basisalgorithmen einmal die IJK-Methode, diese möchte ich verwenden. Als zweite Möglichkeit Bodyfitting. Das könnte man machen, allerdings werden dabei Polyeder erzeugt, die ich in einer FEM-Anwendung nicht gebrauchen könnte. Für eine CFD-Anwendung wäre das hier durchaus eine Möglichkeit. Hier haben wir noch bezahlbare Plugins, MG-Hexer, MeshCam-Hexer und MeshCam-Hybrid. Diese bezahlpflichtigen Plugins habe ich nicht. Extrusionen,
nicht so ohne weiteres möglich hier in dem Fall. Ich bleibe bei der IJK-Methode. Zusätzliche Hypothesen, Additional Hypothesis, was wird mir hier vorgeschlagen, Viscous Layer, benötige ich nicht. Das heißt, ich bin hier bei der 3D-Vernetzung bereits fertig. Ich wechsle auf den Tab 2D, das heißt Flächenvernetzung. Welche Algorithmen habe ich hier? Ich hätte hier einmal NetGen für eine... Damit könnte man auch ein quad-dominantes Netz erzeugen. Allerdings habe ich ja lauter Flächen, die von genau 4 Kanten begrenzt werden. Dementsprechend bietet es sich an, dass man hier Quadrangle Mapping verwendet. Dieses wähle ich nun aus. Ich schaue mir einmal Hypothesis an, was mir hier angeboten wird. Ich gehe hier auf Quadrangle Parameters. Hier hat man nun verschiedene Möglichkeiten, wie ein Netz aufgebaut werden kann, wenn gegenüberliegende Kanten unterschiedliche Anzahlen von Knoten haben. Wie viele Knoten pro Kanten liege, wie viele Knoten auf einer Kante liegen, kann ich jedoch über meine Kantenvernetzung, meine 1D-Vernetzung definieren und dort werde ich solche Einstellungen vornehmen, dass auf jeder Kante gleich viele Knoten liegen. Dementsprechend brauche ich diese zusätzlichen Möglichkeiten hier nicht und lasse es auf den Standardeinstellungen. Ich sage hier OK, bin damit in diesem Menü hier auch schon fertig und wende mich der Kantenvernetzung zu. Welche Algorithmen werden mir angeboten? Wire Discretization und Composite Site Discretization. Diesen hier habe ich noch nie verwendet, dazu kann ich wenig sagen. Ich verwende hier Wire Discretization. Projektionen und importierte Kantenvernetzungen brauche ich ebenfalls nicht. Ich wähle hier Wire Discretization, Hypothesis. Was habe ich hier? Eine ganze Menge. Als Basisalgorithmen habe ich hier einmal Number of Segments. Das heißt, man definiert, in wie viele Teile eine Kante vernetzt, in wie viele Teile eine Kante zerteilt werden soll. Das möchte ich später verwenden. Weiterhin hätte ich noch Local Length angegeben. Hätte ich hier noch als Möglichkeit Local Length. Das heißt, ich könnte den Abstand zwischen zwei Knoten auf einer Kante definieren. Damit kann ich jedoch nicht steuern, dass auf jeder Kante gleich viele Knoten erzeugt werden. Das möchte ich jedoch haben. Entsprechend wähle ich Number of Segments. Wie viele Segmente möchte ich haben? Nehmen wir einmal 12 Stück. Diese sollen auch gleich verteilt sein. Ich könnte hier auch eine andere Einstellung hier nehmen, Scale Distribution beispielsweise. Ich wähle hier Equidistant Distribution und sage OK. Damit bin ich hier auch schon fertig. Ich sage einmal Apply and Close und lasse mir mein Netz über den Compute-Button berechnen. Das geht immer relativ zügig über die IJK-Methode. Und schaue mir mein Ergebnis an. Ich habe 6912 Hexaeder, keine Tetraeder, sieht soweit alles ganz gut aus. Wenn ich jedoch hier ein wenig hineinscrolle, sehe ich, dass meine Schalendicke extrem fein vernetzt wurde. Das ist viel zu fein, diese Feinheit benötige ich gar nicht. Das heißt, hier möchte ich noch einmal nacharbeiten. Das geht alleine hier im Vernetzungsmenü oder im Mesh-Modul von Solomon Maker nicht, dafür muss ich noch einmal zurückgehen auf das Shaper-Modul. Ich sage hier bei Mesh Computation Succeeded bzw. bei diesem Ergebnisfenster einmal Close und gehe wieder auf das Shaper-Modul. Das dauert wie üblich einen kleinen Augenblick. Dort angekommen beseitige ich wieder die Python-Konsole und nun möchte ich die Kante, die ich etwas anders auflösen möchte, das wären diese 4 Kanten hier, in eine Gruppe einbringen. Dafür gehe ich auf Features und wähle hier Group. Was für eine Art von Gruppe möchte ich haben? Fläche, Kante oder Volumen? Ich möchte hier Fläche verwenden. Ich wähle eine beliebige dieser 4 Kanten einmal aus. Ich wähle hier diese. Die Kante wurde nun eingetragen. Welchen Namen möchte ich dieser Gruppe geben? Ich wähle hier einmal Line und sage Apply über den grünen Bestätigungshaken. Damit bin ich nun hier auch schon fertig. Ich habe hier nun eine Gruppe drinstehen. Ich blende einmal die Partition 1_1 aus. Hier oben wäre diese Gruppe, diese Linie. Ich blende es wieder ein. Und gehe zurück auf das Mesh-Modul von Salome. Dort angekommen, wähle ich einmal hier dieses eben erzeugte Netz und möchte in dieses Netz ein Submesh integrieren. Dafür gehe ich auf den Button Create a Submesh. Welche Geometrie möchte ich verwenden? Das wäre diese Linie. Diese wurde mir nun hier unten angezeigt. Diese füge ich hier ein. Salome hat direkt erkannt, dass es sich um eine Linie handelt. Das heißt, Volumen- und Flächenvernetzung werden ausgegraut. Welchen Algorithmus möchte ich verwenden? Nun, das ist Wire Discretization. Welche Hypothese möchte ich verwenden? Number of Segments, wie schon beim ersten Mal. In wie viele Segmente möchte ich diese Kante nun zerteilen? Wir nehmen hier einmal 4 Stück und ich sage hier OK. Hier gibt es noch eine Besonderheit, denn in meiner Gruppe steht hier noch eine einzige dieser
Ich glaube, ich habe diese Kante hier genommen, steht ja nur diese eine Kante drin. Das heißt, diese wird nun weniger stark vernetzt. Die anderen drei Kanten hier drüben und hier, diese würden weiterhin mit 12 Segmenten vernetzt werden. Das heißt, beim Übergang von 4 Segmenten auf 12 würde es irgendwo gewisse Probleme geben. Das kann ich vermeiden, indem ich hier eine zusätzliche Hypothese auswähle, und zwar Propagation of one Hypothesis on Opposite Edges. Diese wähle ich aus, sage hier hinzufügen. Damit wird diese Kantenvernetzung rübergespiegelt auf alle drei weiteren Kanten. Ich sage hier Apply and Close und lasse mir mein Netz einmal berechnen. Ich wähle hier Mesh 1, sage hier Compute. Das Ganze dauert einen kleinen Augenblick und ich habe schon deutlich weniger Hexaeder als beim letzten Mal. Ich habe weiterhin keine Tetraeder. Und ich habe nur lineare Elemente, das heißt keine quadratischen, das heißt ich habe keine Mittelknoten auf den einzelnen Kanten der einzelnen Elemente. Ich sage hier einmal Close, sehe mir das Ergebnis ein wenig genauer an und meine Schalendicke ist deutlich weniger stark aufgelöst. Nun möchte ich hier einmal noch von vornherein ein Second-Order-Netz definieren. Mesh 1 ist ausgewählt. Ich gehe hier auf Edit Mesh, gehe hier auf 1D-Vernetzung, das heißt Kantenvernetzung, gehe hier auf zusätzliche Hypothese, sage hier quadratisches Netz, füge dies hier ein, sage Apply and Close und lasse mir mein Netz ein weiteres Mal berechnen. Ich gehe hier auf Compute und nun habe ich lauter quadratische Elemente erzeugt. Ich sage hier Close und bin damit eigentlich auch schon am Ende dieses kleinen Tutorials angekommen. Ich würde mich freuen, wenn ich mit dieser kleinen Anleitung dem einen oder anderen weitergeholfen habe und bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit.